Aufnahme starten. Wow. Du bist so dreckig. Du hast mir mein Ja, Opening geklaut, deshalb hasse ich dich ab jetzt. du hast mich schon gefällt. Hier ist wieder euer Kern mit Zelda Link's Awakening mit dabei. Der Kindskopf, N-Smash XD, das Thema hatten wir vorhin. So, und jetzt kannst du weiterreden. Nächstes Thema. Woo! Ja, wie schon gesagt, man kann echt nicht mehr gefahrlos auf YouTube gehen, ohne gespoilert zu werden, was Pokémon Sonne und Mond angeht, weil es da zig Dutzend Videos gibt, wo allein schon die Thumbnails total spoilern. Das ist einfach nur Kacke. Ja, die Leute wissen halt nicht, dass sie damit anderen Leuten irgendwas verraten, die gar nichts wissen wollen. So, die denken einfach nicht nach und die Zuschauer, die feiern das sogar teilweise auch noch. Und ich verstehe nicht, wieso oder Das warum. ist jetzt momentan das Problem, weil Pokémon Sonne und Mond ist ja jetzt offiziell überall auf der Welt erschienen, außer bei uns in Europa. Und das ist jetzt eigentlich nur für uns Europäer Kacke. Nicht nur Pokémon. Sagen wir mal, Xenoverse 2, was ist mir passiert? Ich habe den Final Boss gesehen. Ja gut, Den im musste ich Allgemeinen nicht sehen. spoilern ist Kacke. Ja, allgemein. Das ist bei allen so heutzutage, auch bei anderen Spielen oder Serien. Ja, also. Wenn es von den offiziellen Machern irgendwas ist, da kann man vielleicht noch ein Auge zudrücken. Ja. Oder Se wenn, selbst oder, wenn. oder wenn die Spoiler ganz subtil und versteckt gemacht werden. Wie zum Beispiel, wenn. Hier zum Beispiel ein Stein so aussehen würde wie Ganondorfs Gesicht oder so. Und man das erst auf den zweiten Blick erkennt. Sowas, da würde ich sagen, okay, meinetwegen, ist kein offensichtlicher, ist ein versteckter. Man versteht hoffentlich, was ich meine. Ja. Ich sag ja jetzt auch, also jetzt bei den letzten News-Videos zu Pokémon Sonne und Mond, da habe ich vorher auch immer so eine Warnung hingemacht. Ja, Spoiler-Warnung hier, weil ich nicht mal groß spoilern lassen möchte, da soll das Video erst gar nicht schauen. Aber nö, es gibt da welche, die knallen hier gleich gnadenlos die ganzen News raus und selbst Dinge, die noch nicht offiziell vorgestellt wurden. Das ist einfach nur beschissen. Nur damit diese Typen hier die Klicks bekommen. Ja, man will halt der Erste sein, der ein Video zu irgendwas gemacht hat. Das ist das Problem bei der Sache. Nee, nicht das Hörnchen. Das Was macht. mich auch aufregt, jetzt die auch selbst die ganzen deutschen Let's Player, ja, die haben ja von Nintendo schon wieder die Spiele schon vorher bekommen, ja. Ja, Hier, natürlich. Domtendo, sogar Looks Like Link, was mich sehr überrascht hat. Der Sushumau hat mich auch ein bisschen überrascht, dass ich jetzt schon Let's Play. Ich dachte, du das erst am Erscheinungstag Let's Playen. Ich hab Wer Sui noch? nicht mehr abonniert, deshalb weiß ich Ja, das ja, nicht. ja. Musician, der tut das auch Let's Jetzt. Playen und war nicht noch jemand? Ach, wie heißt der Let's Play, Markus? Die ganzen Typen, die ich abonniert habe, ja, Nintendo, das ist jetzt so eine Sache, die tun das jetzt alles Let's Play und ich sehe jetzt nur noch Sonne- und Mond-Videos hier rumgurken. Und das, ich würde es mir gern ansehen, wirklich, ich würde es mir gern ansehen, aber ich will mich nicht spoilern lassen. Ich warte krampfhaft auf den Erscheinungstag von Sonne und Mond. Dann schaue ich mir jetzt die Videos an. Das ist so Kacke. Ja, eben, also das macht absolut keinen Spaß, sich jetzt noch auf YouTube zu tümmeln. Ich weiß nicht, wer aus der Community das auf Discord geschrieben hat. Das war, glaube ich, der LP Zobby, der meinte, ich wurde so von Xenoverse 2 jetzt zugespoilert, ich gehe eine komplette Woche nicht mehr auf YouTube. Ob er das durchgezogen hat, weiß ich nicht. Aber das ist so eine Konsequenz, die ich logisch finde. Drücken wir jetzt einfach mal, mal gucken, was passiert. Was ich schon einmal hatte, dass ich einen Anime gesehen habe und es dann auf YouTube ein Video gab mit dem ziemlichen Namen des Charakters stirbt. Bei mir ist sowas Ähnliches passiert mit der Serie The Walking Dead. Und da habe ich mich wirklich versehentlich selber gespoilert, weil ich Daten über einen anderen Charakter haben wollte. Und dann habe ich gesehen, wer im Staffelfinale von 7, von der Staffel 7 gestorben ist in der letzten Folge. Und ja, da habe ich mir gedacht, geil. Egal. Selbst schuld. Heute war auch wieder so eine Sache mit Spoilern. Ja, ich rede jetzt von Pokémon Sonne und Mond, einfach weil es für mich das Hauptthema ist bei sowas. Auf Bisa-Fans war das, glaube ich, ja, auf Bisa-Fans. Da wurde auch wieder gesagt, ja, so letzter kleiner Trailer und sowas, ja. Habe ich mir gedacht, ja, gut, okay, nächster Trailer, wo so ein bisschen noch was zusammengefasst wird, ja, gucke ich mal. Und dann klicke ich auf den Link. Und was ist? Erstmal so voll so ein Bild mit
einigen neuen Ultrabestien. Ich habe nur so flüchtig drauf geguckt und dachte mir, na toll, super, geil, danke. Gilt der jetzt als tot, weil ich ihn da einfach nur zufällig runtergeschubst habe? Er ist tot. Was wollen wir? Wow! Ich sag, es war nur ein flüchtiger Blick, aber trotzdem, kacke. Ja, so, dass die Leute auch immer sowas machen müssen und nicht einfach sagen können, okay, wir warten jetzt erstmal ein bisschen... das Spiel eine Zeit lang draußen ist oder Film oder wie auch immer. Mhm. Das nur, weil man irgendwelche Klicks haben will oder Aufrufzahlen oder was weiß ich was. Mhm. Und ich habe letztens ein Reaction-Video wollte ich sehen zu einem Trailer von Sonne und Mond, der offiziell war. Das war, glaube ich, der neueste mit den zwei neuen Ultra-Bestien, die da gezeigt wurden. Und dachte mir, ja gut, okay, da kann ich ja eigentlich nicht groß gespoilert werden, wenn ich mir das Reaction-Video zu dem Typen da ansehe. Und als die erste Ultrabestie vorgestellt wurde, da hat er gleich gesagt, ach, das ist doch die Ultrabestie, von dem gesagt wurde, dass es der und der ist. Und ich dachte mir, danke, du Penner. G-fucking G, oder? Ich meine, ich hab ja auch ein Theorie-Video gemacht zu, ja, diese Ultrabestien könnten diese und diese Person sein. Ich habe aber vorher, am Anfang des Videos, gleich eine Warnung mit reingepackt. Ja, es ist zwar nur ein Theorie-Video, könnte aber trotzdem wahr sein. Also dennoch, Vorsicht, Spoiler-Warnung. Mhm. Wer sich das nicht angucken will, wer sich nicht spoilern lassen möchte, soll sich das Video nicht anschauen. Weil nö, der gleich gnadenlos, ah, die Ultrabestie, da wurde gesagt, ja, das könnte der und der sein. Ups. Sollte vielleicht auch das hier ausrüsten. Aber bleiben wir einfach mal gespannt, was das jetzt wirklich am Ende wird mit dem Spiel. Was alles an den Theorien wahr wird, die unter anderem auch wir aufgestellt hatten. Und... ach, das ist diese Grinsebombe, genau. Aber auf jeden Fall, ich freue mich dennoch auf Sonne und Mond. Mhm. Übelst. Und wie gesagt, ich ziehe das durch. Ich frage meinen Kollegen, den Ältesten aus unserem Team, den frage ich, ja, habe ich noch hier Urlaubstage? Kann ich mir am Mittwoch frei nehmen? Das würde ich gnadenlos machen. Chaos Sonic, du kannst auch Bombe und Pfeil gleichzeitig drücken. Das funktioniert ebenfalls. Daran kann ich mich sogar noch so ein bisschen Autsch erinnern. Was hast du heute mit deinem Autsch? Ich werde irgendwie voll häufig getroffen. Fällt mir nicht. Es liegt an mir, ich bring schlechtes Karma. Ja, schlechtes Karma. Zu Pokémon Sonne und Mond habe ich... so, fürs nächste Wochenende auch was Interessantes geplant. Das müssen wir aber noch ein bisschen ausdiskutieren, wie wir das genau machen. Und zwar das... privat oder? Privat oder hier im Stream? Das kann man ja hier ankündigen, aber alles andere muss man dann halt privat noch gucken, wie wir das genau machen, weil da müssen wir so viele Sachen durchgehen. Und zwar habe ich mal vor, das allererste Mal ein Pokémon-Turnier zu machen. Ja, im Livestream nächste Woche. Die Kämpfe, die werden alle nebeneinander stattfinden. Und dann im Anschluss von uns kommentiert, indem ihr uns die Videocodes schickt. Yeah. Aber wie genau alles aussehen wird mit den Regeln und so weiter, da müssen wir noch gucken. Mop. Wow. Das wird hoffentlich besser funktionieren als das letzte Smash-Turnier, das du machen wolltest. Mhm. Zudem wird das in, ich würde sagen, Omega Rubin Alpha Saphir noch stattfinden. Ah, das Turnier oder was? Mhm. Ah, so, okay. Ich dachte, du wolltest schon gleich zu Sonne und Mond ein Turnier machen. Wir gucken, wir diskutieren das nochmal privat aus, ob wir das Sonne und Mond machen oder noch Omega Rubin Alpha Saphir. Weil wenn wir das Sonne und Mond machen... wow! Ich hab aber auch heute so ein Talent dafür, ey. Okay, was war das jetzt? Das sah cool aus. Boom. Auf jeden Fall, wenn wir das in Sonne und Mond machen, dann müssen wir verschiedene Sachen auch noch mit einplanen, wie zum Beispiel, was für Attacken wir wohl zum Beispiel verbieten wollen würden, oder Pokémon, weil in Omega Rubin Alpha Saphir, da haben wir ja mehr oder weniger einen Plan. Nur bei Sonne und Mond kommt so viel Neues hinzu, das müsste man erstmal nachgucken und dementsprechend könnte sich dann der Termin auch nochmal nach hinten verschieben. Zwei Schlüssel habe ich, okay.
hoffe, das hat Sinn gemacht, was ich jetzt gesagt habe. Aber ich denke Ja, mal, ja. ich weiß schon, was du meinst. Ich weiß schon, was du meinst, Ah ja. ja, da, Bombe, okay. Weiß schon, dass ich da nett mitmache. Ein bin zu schlecht und kaum gute EV/DV trainierte Pokémon. Wir müssen auf mindestens 8 Leute kommen, ansonsten verläuft sich das im Sand, die Idee. Wird es eigentlich so sein, dass wir auch mitmachen oder nur hier die Teilnehmer hier, also unsere Zuschauer? Da ist halt das Problem. Weil wenn dann. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier irgendwie gefahrlos rauskomme. So. Ich glaube zwar weniger, aber trotzdem müssen die Pokémon ja auch überprüft werden. Von wegen, passen die Attacken, die Fähigkeiten und so weiter. Startwerte. Da müsste ich halt wie bei Suis Arena-Leiterburg so ein Formular machen. Das Problem ist, wenn ich dann das Formular habe, könnte ich die Pokémon einsehen von allen. Das war ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Jo. Deshalb wäre es für mich ein bisschen schwerer dann mitzumachen, obwohl ich das super gerne wollen würde. Oh, verschwendet. Gibt's dann eigentlich auch einen Preis? Wie soll das denn gehen? Weiß nicht, vielleicht irgendwelchen Pokémon nach Wahl, das gute DV gibt. Ist das jetzt normal, dass ich hier in dem Raum ein. Warte mal, nächsten Samstag hast du schon eine Uhrzeit im Kopf? Wenn dann ab 20 Uhr. Aber wie gesagt, wir bräuchten mindestens 8 Leute. Das Formular hätte nur ich. Das müsste man mir dann per einer Doc schicken, wo nur ich dran käme. So wie halt bei den Turnieranmeldungen ich das auch immer mache. Man gibt ein paar Daten ein und dann kann nur ich das einsehen. Wie gesagt, das müsste man halt überprüfen, nicht überprüfen, da müsste man halt nochmal privat richtig drüber diskutieren. Das war scheiße. Ja, Von das ist euch. scheiße, wenn man privat diskutiert, ich weiß. Und natürlich hat es nichts gebracht. Bin gleich so tot. Ich bin so tot! Ich bin so am Leben! Ich bin so am Leben! Oh, werden wir tot sein. Oh Gott, ich stell mich an wie der letzte. Oh, danke, Fee. Ich liebe dich. Wie der letzte Danke-Fee. Jetzt habe ich diese dummen Kackteile nochmal. Oh, mies. Bin im Winter und sonst weg. Und wer, wenn erst zu 9 und 10 zu Hause? Das. Man kann es auch verlegen. Auf jeden Fall halt, Voraussetzung ist mindestens 8 Leute. Mit Smashy und mir wären es schon 2. Das heißt, man bräuchte noch 6 weitere. Wenn man die nicht hat, dann bringt's halt nichts, dann verläuft sich das im Sand, das Ganze. Wo ich sowas halt mal wirklich interessant fände. Klar, Und auf wenn wir jeden das im Fall. Stream machen, dann schauen wir uns halt dann die ganzen Videos an, wer gewinnt und so weiter. Dann halt im nächsten Stream die nächste Runde, wo dann nur noch 4 Leute da sind. Und danach im darauf kommenden Stream das Finale oder irgendwie sowas ähnliches, weil das Nachkommentieren dauert ja auch so seine Zeit. Man muss ja auch Also dann das gucken. würde sich dann theoretisch, so wie du es jetzt gesagt hast, über 3 Wochenenden Was ziehen. vielleicht. Man kann. Es muss ja nicht unbedingt ein Samstag sein. Man kann auch sagen Sonntag. Freitag halt eher weniger, weil da Rüdiger streamt. Wobei, nee, das kann man eigentlich auch Freitag machen. Es müssen halt nur die Kämpfe stattfinden und ich muss sämtliche Kampfcodes be. Wow! Also, dafür möchte ich mal. Das war ein Trickshot. Über Bande habe ich den Typen mit der Bombe da hochgeprügelt. Jetzt kommt er nicht mehr weg. Er ist so blöd dafür. Der ist jetzt voll verwirrt. Was mache ich hier? Es fehlt nur noch, dass er sich selbst schlägt und dann selbst besiegt. Genau. Oh. Oh, das hat er gehört. Aber ich denke mal, man könnte sagen, dass man das freitags macht, weil das dauert halt nicht wirklich lange. In circa 20 Minuten ist ein Kampf rum. Habe ich dann die ganzen Codes bei mir. Die können wir beide dann halt nachkommentieren und dann feststellen, welchen Kampf gewonnen hat. Und dann benachrichtigen wir die Gewinner halt für das nächste Wochenende. Ja, aber nochmal zurück zum Thema, ja, Omega Rubin oder Sonn- und Mond-Turnier.
Ganz ehrlich, ich würde ein Sonnen- und Mondturnier viel interessanter finden, weil wie, du hast es eigentlich schon gesagt, es ist halt komplett neu. Und ich denke, bei so einem Turnier, so die einzelnen Strategien der verschiedenen Teilnehmer mal zu sehen, das würde ich schon ehrlich gesagt ziemlich interessant finden, weil man dann auch sehen könnte, was man mit manchen Pokémon noch so alles anstellen kann. Vielleicht auch Dinge, über die man erst gar nicht nachgedacht hat. Aber ich habe auch gesagt, was machen wir, wenn irgendwas total Unfaires kommt? Zum Beispiel. Ich kann kein Beispiel nennen, ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Ja. Ne? Ja. Specie, ein bisschen nachdenken. Das einzige Unfaire, was ich mir vorstellen könnte, wäre halt, wenn man legendäre Pokémon nutzen würde. Ja, die sind eh nicht erlaubt, ist ja klar. Und ich habe auch schon mir als Regel. Oh, cool. Ich komme jetzt an die Truhe dran. Ich habe mir auch schon als Regel überlegt, definitiv, wenn nur ein einziges Uber-Pokémon darf man mitnehmen. Ansonsten sind alle unter der Uber-Klasse. Aber keine legendären Uber. Ja, Oder doch? ist ein Pokémon Uber, dann ist es nicht erlaubt. Das schließt auch alles ein, was über Uber ist, also auch legendäre. Ja, legendäre werden ja auch als Uber mit eingestuft. Ja, also hat sich das ja von selbst beantwortet, mehr oder weniger. Jo. Und wie gesagt, Regeln würden wir uns dann halt noch weiter überlegen, privat. Dann haben wir auch mehr Zeit, alles Mögliche durchzugehen. Also wenn wir Sonne und Mond machen, dann. Ach, dieser Scheiß, wie ich erinnere mich. Chaos sagt es gerade, Z-Attacken zum Beispiel. Ja, dann. Moment, am Mittwoch kommt Pokémon Sonne und Mond raus. Stell dir vor, ja. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie man. Wie man das am schlauesten anstellt, wie von der Zeit her. Wann man wohl so ein Turnier macht, wann man genügend Informationen über Sonne und Mond bekommen hat. Das meine ich. War das eigentlich ein Doppel- oder ein Einzelkampfturnier? Wie gesagt, das müssen wir alles noch uns überlegen. Mit Regeln, was für ein Format und so weiter. Mhm. Aber was ist von den neuen Pokémon direkt über, außer dem Legi? Ja, deshalb sage ich, dass man eher auf Dingens zugreift. Oder man sagt, wir machen es in Sonne und Mond, nehmen aber möglichst die Pokémon, von denen wir bereits wissen, was die alles können. Wie zum Beispiel Omega Rubin, Alpha Saphir, XY, USW, alles, was wir bisher haben. In dem Fall könnte man ja dann eigentlich auch gleich Omega Rubin Alpha Saphir nehmen. Mir ist es egal. Man muss halt überlegen. Was kann man in der Zeit rausfinden? Das ist halt die Frage. Oder wir fragen einfach die Zuschauer, was sie möchten. Möchten sie den totalen Überraschungsfaktor in Sonne und Mond? Oder möchten sie gleich komplett geregelt durch Omega Rubin Alpha Saphir, weil wir da schon sämtliche Infos haben? Ganz ehrlich, ich würde, wie gesagt, ein Sonnen- und Mondturnier würde ich spannender finden, weil Überraschungseffekt. Es könnte aber teilweise wirklich unfair werden und ich möchte das möglichst fair halten. Wir können ja zum Beispiel sagen, ja, Z-Attacken sind verboten oder sowas. Weil einige Z-Attacken, die sind ja quasi fast schon One-Hit-KO. Nino wäre für Urs. Na gut, dann lassen wir einfach mal die ganzen Zuschauer hier sagen, was sie lieber möchten. Na, während ich hier mal versuche, etwas mehr auf mich aufzupassen, guckst du einfach mal. Zählst einfach mal ab, was wer sagt. Jo. Also Leute, sagt, was ihr wollt. Ups. So viel zum Thema, ich versuche mal auf mich aufzupassen. Das habe ich wirklich banal gut hingekriegt. Boah! Das hast du Bananen gut hingekriegt. Alter, was für Combo. Ach, shit. Um die Das Wombo Combo. wollte ich gerade sagen, das war die Wombo-Combo. Zup. Und. Nochmal Bomben, nochmal Bomben, nochmal Bomben, so. Hast du dir eigentlich die ersten zwei Episoden des Sonnen- und Mond-Animes angesehen? Als
die als Ash mit dem grünhaarigen Mädchen das erste Mal auf diesen neuen Professor getroffen ist und dann diese komische Grimasse gezogen hat, dieses Alter, Du meinst ich hab Professor Eichs als Professor? ja, ich hab mich so weggelacht, ey. Und ich hab das Gefühl, dass Ash dümmer geworden ist. Er ist dümmer geworden. Hä? Wieso kann ich das denn? Und ganz ehrlich, Professor Eichs Cousin, da geht mir so auf den Sack. Mit seinen wirklich unlustigen Sprüchen, ey. Vor allem die Hackfressen, die er zieht. Das zieht den Anime so niveaulos runter. Okay, Dodo hat was sehr Interessantes gesagt. Ich wäre persönlich eigentlich auch für Sonne und Mond, weil ich bei Oras nicht mitmachen könnte. Aber ihr solltet das nehmen, was für euch am besten passt. Das Okay. ist natürlich schade, wenn jemand. Ich schätze mal, du hast die Edition gar nicht, oder? Ich glaube, Dodo hat da mal was erwähnt, dass er die Edition nicht hat, wenn ich mich richtig entsinne. Da war der Scheißweg zu den Dodongos. So, Na, das. ich mach einfach mal eine Strichliste hier. Also wir Ja. stehen jetzt momentan 1 zu 1, was Omega Rubin und Sonne und Mond angeht. Na komm. Dann halt du, Autsch. Ich hab mich voll an den Zahn gefasst. Dann sollen wir unsere Meinung auch mit einbinden? Mir ist es egal. Na, dann lasse ich unsere Meinung einfach mal weg. Persönlich wäre ich zwar auch ein bisschen mehr für Sonne und Mond, allein schon wegen schöneren Grafiken und so weiter. Aber Ah, Dodo. es hat aber mit der Fairness zu tun. Da hat euer ist die Nase etwas vorne. Dodo hatte die Edition, aber hat sie verloren. Der Dussel. Man muss aber auch sagen, was die Fairness angeht, eigentlich haben alle die gleiche Chance. Weil wenn wir am Samstag das Turnier machen sollten, ja, ich denke, so wirklich groß kann man da auch nichts groß herausfinden. Da haben wir eigentlich wirklich alle die gleiche Chance. Ach, was meinst du denn? Ich denke auch nicht, dass wir da alle groß gleich zum Züchten kommen werden oder so. Halt die Frage der Fragen. Ups. Gute Frage, meine X und Alster 4 Personen sind irgendwie verschwunden. Aber jetzt haben wir hier alles. Ich vergesse voll, wo ich lang muss. Muss ich da runter jetzt? Ja, muss ich. Aber wie ich mich kaum hierum kümmere gerade, ey. Das läuft mehr oder weniger einfach nur nebendran gerade. Habe ich so das Gefühl. und. Das war schlecht. Ein bisschen, aber bald ist Sonne. Mond ja da. Ja. Wir können es meinetwegen auf den Versuch aufkommen Ankommen lassen, lassen. ankommen lassen. Dann können wir uns halt nur nicht richtig auf Regeln festlegen, von wegen Set-Ringe, die nutzen wir nicht oder diese Attacken sind verboten oder das Pokémon ist OP. Oder wir verschieben das eine Woche, dann könnte man da noch mehr rausfinden. Ups, diese Tür lässt sich nur mit. Ja, habe ich kapiert, habe ich kapiert. Das könnten wir so auch machen. Dass wir das noch eine komplette Woche verschieben, also übernächsten Samstag. Oder Freitag, ich bin so blöd. Tut das nicht weh? Ein bisschen. Ein bisschen Blödheit tut weh. So. Jetzt kriege ich das aber hin. Hoffe ich. Nein! Nein! Oh, Die. Machst du jetzt einen Risikokometen draus? Mensch. Du brauchst das, oder? Du brauchst das irgendwie, diesen gewissen Druck, oder? Er muss immer einen Hardcore-Run draus machen. Er muss sich immer einen Heldenmodus machen, der Junge. Ey, was spielt dieser Vollidiot hier zusammen?
Verdammt nochmal! Also Nino wäre dafür, wenn wir es verschieben würden. Okay. Ich wäre in dem Fall dann auch dafür. Weil ja, ich möchte wirklich gerne ein Sonne- und Mond-Turnier machen. Ja, dann nehmen wir uns beide halt mehr Zeit. Beziehungsweise dann nehmen wir uns alle Zeit und versuchen verschiedenste Dinge rauszufinden in Sonne und Mond. Dann ist das jetzt halt auch beschlossene Sache, dass es von mir kein LP gibt, damit ich auch schnell genug dann durchkomme. Das heißt, schnell genug, dass ich dann auch versuchen kann, Informationen zu sammeln. Wenn ich das als LP machen würde, wäre das so nicht so einfach. Ich habe mir auch schon ein paar Strategien für manche Pokémon überlegt, die ich mir dann züchten will. Ob die aufgehen oder ob das überhaupt möglich ist, das ist eine andere Frage. Ja. Was wäre dieser Samstag denn für ein Datum? Der übernächste. Lass mich gucken. Ach, geh auf Kalender. Der übernächste, das wäre der 3. Dezember. Der 3. Dezember, alles klar. Der 3. Dezember. Und wenn das Ninos Chance auch steigern würde, mitzumachen, ja, ich denke, das wäre ein guter Faktor. Ja, gut, okay. Aber wie gesagt, das sind dann bei dem Turnier halt eventuell nur 20 Minuten. Noch nicht mal mitstreamen, sondern nur kurz im Chat sagen, yo, die und diejenigen kämpfen gegeneinander. Dann bekomme ich die Codes von euch und dann... Explodiert er auch irgendwann mal? Ah, okay. Du spielst gerne Tennis gegen dich selbst, oder? Wie heißt die Sportart nochmal, wo man einen Ball gegen eine Wand schlägt mit einem Tennisschläger? Ich weiß, was du meinst, ja. Aber ich weiß, hat das einen eigenen Namen? Ja, ja, hat einen eigenen Namen. Irgendwas mit B war das. Wo man auch zu zweit gegeneinander spielt, indem man den Ball immer wieder gegen die Wand schlägt. Das gibt's ja auch. Ja, richtig. Man haut den Ball gegen eine Wand und der andere muss den dann annehmen und so. Doch, scheiße. Das ist nicht scheiße, wenn man gegen die Wand spielt. Squash, genau so heißt das. Nichts mit B. B war Badminton. Aber auf jeden Fall, das Turnier würde dann halt so chatmäßig stattfinden, nicht wirklich großartig streamen, weil was soll man denn dann sagen? Ich würde halt nur... Hä? Das war... Okay... Ich kann es ja so machen beim Stream, dass klar erstmal chatmäßig was läuft und wenn die ersten Kämpfe dann soweit gemacht wurden, dass wir die dann halt laufen lassen und dabei kommentieren und währenddessen schon die anderen ihre Kämpfe machen können. Das könnte man auch machen. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Wie komme ich denn da hoch zu der Truhe? Muss. Obwohl, wenn man das so machen würde, dann könnten die anderen Teilnehmer schon gleich sämtliche Informationen über ihre Gegner finden. Oh, Smashy, dein Vater nicht, oder? Ja. Boah, ey. Kann doch wohl jetzt... Leid. Das kann jetzt doch nicht wahr sein. Wäre ich ein Nachbar, ich würde jetzt bei euch an der Tür klingeln. Und deinen Alten zur Sau machen. Das Witzige ist nur, das hören unsere Nachbarn nicht. Bei uns ist gut gedämmt. Glaub mir, mein Gehör, ey. Das ist so geschult, ich höre alles. Also jetzt muss ich... Ah, okay, jetzt habe ich kapiert, wie ich da hochkomme. Gut. Ach ja, hier kann ich auch noch ein Bämmchen legen. Ein Bämmchen? Also das ist wirklich jetzt... wie macht man das? Im Stream kommentieren? Dann allerdings eventuell andere sehen dann die Strategien schon zu schnell. Wobei, das ist eigentlich egal. Weil wenn man das auf YouTube... wenn ich das auf YouTube hochlade, dann könnte ich alle Kämpfe schon mal so sammeln, dass niemand die Strategien des anderen sieht. Dementsprechend würden wir das nachkommentieren, wenn wir die Kämpfe schon alle gemacht haben. Das ist, glaube ich, die schlauere Idee. Ja, irgendwie machen wir das schon. Ach, shit, da bin ich...
So. Wir lassen uns da auf jeden Fall was einfallen. Jetzt ist er nicht gesprungen. So. Endlich habe ich diesen dummen großen Schlüssel. Autsch. Sackratte. Mama. Mama. Ich sollte mich eventuell wieder mit Schwert und Schild bewaffnen. So, zack und zack. Aber ich freue mich auf jeden Fall wieder Community Battles zu machen. Ich hoffe mit diesmal mehr Teilnehmern, weil wenn es immer nur dieselben vier sind, dann ist es auch langweilig, wenn sie sich abwechseln oder neue Pokémon machen. Aber war trotzdem dennoch schön, dass, auch wenn es immer wieder dieselben Leute waren, war dennoch schön, dass sie so oft mitgemacht haben. Also es war auf jeden Fall besser als zur X- und Y-Zeit. Oh Viel ja. besser. So, Jetzt brauchen wir halt nur mehr Variationen an den Teilnehmern selbst. schon allein wegen der Verbindungsstabilität war das besser. Ja, ich weiß, dass man den umrennen kann. Das ist mir schon klar. Oder später habe ich euch. Könnt ihr euch so oft teleportieren, wie ihr wollt? So, das war's. Ach, auf das eine Herz, da pfeife ich jetzt. Ich wette, das wird mein Tod jetzt, diese Entscheidung. Moment, das brauche ich, das weiß ich noch. Boom. Boah, die Fledermaus! Ich bin da, aber du kannst mich nicht sehen. Ja, das ändern wir mal. Oh, da guckst du aber, wa? Pass auf, das kann ins Auge gehen. Alter. Holzauge, sei wachsam. Okay, wenn das jetzt legale Treffer gewesen wären, ey. Alter. Guten Abend, Matoro. Wie geht es dir so? Wie war dein Tag? Amatoro. Dauert das wirklich so lange, den auseinander? Na, jetzt habe ich ihn endlich. Au. Kann man den nicht einfach auch so entkommen? Jo, kann man. So. Einen habe ich weniger. Autsch. Das kann ins Auge gehen. So, wow. Endlich. Hat ja nur knapp eine halbe Stunde gedauert. Die hätten auch mal ein Auge zudrücken können und dir gleich das Herz geben können. Was hast Nixenglöckchen erhalten? Ich hab gerade was anderes verstanden. Das wiederhole ich besser nicht. Weißt du, dass du nur aufs Wichsen aus bist? Wasserfall im Wasserfall, es ist versteckt im Wasserfall. So, ich würde aber erstmal sagen, wir beenden den Part an der Stelle. Das war euer Keanu und ja, in Smash. bis zum nächsten XD. Mal. Ciao, XD. Ja.